schönen Begriff, den ich irgendwo mal gefunden habe, der Normopathie. Also das will sagen, dass das Pathische, das Gestörte in einer Gesellschaft nicht mehr als Störung wahrgenommen wird, sondern für normal gehalten wird, also Normopathie, aus dem einfachen Grunde, weil halt die Mehrheit in einer ähnlichen Weise lebt und denkt und handelt. Und dann sagt der durchschnittliche Mensch, ja, wenn das alle so machen, dann kann es ja nicht schlecht sein. Und schließt sich wieder an, und das ist ja eines der wesentlichen Bedürfnisse, die wir haben als Menschen, als soziales Bedürfnis, unbedingt dazu zu gehören. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wer hat es gesagt? Na, ich gerade eben, aber es stammt eigentlich von Erich Kästner. Aber wer handelt nach diesem Motto? Kai Stut. Ihr kennt seinen Film Können 100 Ärzte lügen? Der kann ja in seiner Dramatik die Menschen schon runterziehen, wie man eben sieht, was da während Corona gelaufen ist. Aber es gibt jetzt einen zweiten Film, der gewissermaßen, ja, dazu führt, dass wir wieder ein bisschen euphorisch in die Welt gucken. Und dieser Film hat den Titel Hope, also Hoffnung. Es beginnt dramatisch, aber es ändert sich im Film. Und wir erkennen, dass es einen Ausweg gibt, dass nicht alles verloren ist und dass es Hoffnung gibt, weil wir auch eine Möglichkeit haben, uns spirituell zu entwickeln. Dieser Film ist genauso wie der erstere nur mit euren Mitteln finanziert und realisiert und kann auch nur zu Ende gebracht werden und online gestellt werden, wenn ihr euch alle damit im kleinen Obolus beteiligt. Beim ersten Film hat das super geklappt, deswegen gibt es überhaupt. Lasst uns den zweiten auch durch eine kleine minimale Spende, jeder von uns gibt etwas, so unterstützen, dass er zu Ende geht, weil ich glaube, wir brauchen eben Hope. Ja? Vielen Dank und Kai Stut, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das tust. Vielen Dank.